Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gun Game. Ausnahmsweise befinden wir uns mal nicht auf den Heavy War Servern in Sachen Gun Game, sondern auf den von Shotbow. Und ich würde mal sagen, wir legen los mit Runde 1. So Leute, etwas verspätet starten wir hier in diese Runde von Gun Game. Und da vorne ist doch einer. Und das erste, was einem sofort auffällt, ist, das ist ein bisschen anders als das Gun Game, was man so von den Heavy War Servern kennt. Wir müssen hier mal ganz kurz mit Linksklick nachladen. Oh snap, der fragt uns hier ganz gut weg. Und zwar, man sieht das hier unten, wir haben jetzt hier gerade die MP5. Man schießt hier praktisch mit, ja, rein theoretisch real existierenden Waffen. Wir verschießen Eier. Es gibt auch noch ein Skin-Pack? Nein, so eine Art, ja, ein Texture-Pack ist es, glaube ich, letztlich. Das verwandelt dann diese Skins hier unten in richtige Waffen im Minecraft-Style. Ich brauchte das jetzt nicht unbedingt und da haben wir einfach mal einen schönen Double-Kill hingelegt. Und ich weiß leider auch nicht, weshalb jetzt hier dieses Scoreboard verschwunden ist. Das ist mir jetzt hier ein großes Rätsel. Ich würde schon ganz gerne wissen, wie viele Kills wir denn jetzt überhaupt haben. Oh, warte mal, hier kann man doch durchschießen. Oh, man kann sogar die, das Glas wegschießen. Wow, 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 da ist einer hinter uns. Oh, die schnappen wir uns. Die Waffe ist irgendwie nicht so präzise. Komm schon, geh down! Oh, das war ein Double-Kill. Respawn in 3 Sekunden. Haben wir eigentlich ganz gut losgelegt. Wüsste jetzt aber trotzdem gerne, wie viele Kills wir haben. Was ist denn da los? Wie kann man das denn einblenden? Fallschaden gibt es, soweit ich das mitbekommen habe, nicht. Das ist ganz praktisch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ja eben schon mal so ein bisschen zum Warmspielen gezockt. Mir ist Gun Game auf Heavy War auf jeden Fall lieber. Oh nein, es gibt nämlich auch Friendly Fire. Das haben wir gerade eben auch vor allen Dingen gehört. Und im Chat konnte man das auch ganz kurz lesen. So, komm schon, jetzt müssen wir hier mal wieder jemanden wegfraggen. Wo war ich stehen geblieben? Genau, Gun Game auf den Heavy War Servern ist mir, wie gesagt, ein wenig lieber. Mir gefällt das mehr, wenn man das Ganze mit Schwertern ausfechtet. Natürlich gibt es da am Ende auch Bogen und so, aber wie gesagt, das hier mit diesen Waffen, das ist manchmal so eine Glückssache. Wir können ja mal gucken, die Waffe schießt manchmal in alle Richtungen. Und selbst wenn man nur so leicht tippt, also so richtig kontrollieren kann man das nicht. So, wie kommen wir denn jetzt hier an die Gegner ran? Müssen wir doch wohl da ein bisschen außenrum gehen. Hier sind nur Teamkollegen von uns. Stimmt, das hatte ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ein Unterschied ist auch noch, dass es 2 Teams gibt. Bei dem anderen Gun Game ist ja alle gegen alle. So, und hier ist einfach mal überhaupt kein präzises Schießen möglich. Und wir müssen richtig nah an ihn dran. So, warte mal, kurz nachgeladen. Jetzt komm her, du Schlawinski. Komm schon. Oh, in your face. Oh, in your face. So, nachladen, was haben wir jetzt? Ich weiß es gar nicht. Oh, AK-47. Das sollten die meisten von euch ja auch kennen. Wahrscheinlich seid ihr mit der Waffe als erstes in Counter-Strike in Berührung gekommen. War es ja mal entweder AK oder die... Warte mal, wie heißt die? MP... Nee, M16 war das, glaube ich, immer bei den Antiterror, oder? Oh, komm schon, den schnetzeln wir jetzt. Den... Oh, der ist dran. Oh Gott, wie unpräzise war die denn? Und dieses Spectaten sieht irgendwie ziemlich ruckelig aus. Das liegt jetzt nicht an der Aufnahme, das sehe ich hier gerade auch selber. Die Frames sind nicht plötzlich ins Bodenlose gefallen. Ins Bodenlose gefallen, das klingt irgendwie komisch. So, komm schon, jetzt aber. Haben wir... Oh Gott, seht euch das doch mal an, wo fliegen die Dinger denn hier hin? Das ist doch nicht normal, was ist denn hier los? Oh, das ist wieder ein Teamkamerad. Da müssen wir extrem nah dran, komm schon. Oh, jetzt, oh, dafür macht sie aber ordentlich Schaden. Wow, das ging gut ab. Was haben wir jetzt? Ich weiß es gar nicht. Oh, auf jeden Fall haben wir den... Ne, den haben wir doch nicht gemacht. Das war jemand anders von uns. Hä, wir haben immer noch die AK-47? Ich dachte, das wechselt bei jedem Kill. Ich war eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass wir den einen gerade gekillt haben. Und somit müsste dann die Waffe ja normalerweise wechseln. Na gut, war wohl eine Fehlinformation. Und wo... Wie kommen wir denn jetzt nach da oben? Was ist da los? Oh, da oben. Warte mal. Wenn wir Glück haben... Ich glaube, der ist sogar AFK. Ach, wir müssen nachladen. Oh, der ist nicht AFK! Nein! Was war... Hat er da die ganze Zeit gechillt? Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man munkelt. So, komm schon. Jetzt nochmal hier. Wir wollen nochmal jemanden mit unserer schönen AK killen. Komm schon. Dürüm. 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 Wir müssen irgendwo... Wir kommen hier auch ganz schlecht hier. Vorne ist es vielleicht besser. Hier in dem Haus. Denn dort... Kommt man näher an die Gegner ran? Ja, wenn man denn überhaupt an die Gegner ran... Oh, die Macaroni! Kommt, nein! Und diese AK-47, die regt mich langsam ein bisschen auf. Das ist ja ein Gräuel. Die ist wie so ein Panzer. Schießt einfach in alle Richtungen. Und ist einfach mega behäbig. So muss man das einfach mal sagen. So, jetzt aber, komm schon, nochmal nachladen. Oh, du bist... Nein, nein, sieh mich nicht. Wir sind unsichtbar.
Komm schon! Nein, wieso gehen wir denn jetzt die ganze Zeit drauf? Ich hasse dich, AK! Und wir können hier sogar noch schlagen, während wir hier jemanden spectaten. Das ist ja sehr komisch. So, komm schon jetzt. Alle guten Dinge sind 19. Okay. Dürrm. 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 Oh, da vorne. Oh, da vorne sind 3. Jetzt kommt die Stunde der AK! Los, AK! Oh, das gibt's doch nicht! Was ist denn da los? Ja, das war's auf jeden Fall. Der Winner war Ego Pixel LP. Das kleine Schweinchen. Und ich denke mal, wir nehmen dann einfach gleich die nächste Runde mit auf. Warehouse. Das sieht schon ein wenig kleiner aus. Ich weiß nicht, wo das andere Team jetzt hier gleich spawnt. Aber wir werden uns jetzt auf jeden Fall rächen, würde ich mal sagen. Dafür, dass wir jetzt hier eben mit der AK die ganze Zeit sowas von abgelost haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diese Runde für uns entscheiden können. Sofern das Scoreboard auch gleich mal wieder da ist. Ich weiß ganz ehrlich nicht, wo da der Fehler liegt, dass wir das Scoreboard nicht sehen. Denn normalerweise ist da vorne rechts immer ein Scoreboard. Aber egal, das brauchen wir aber nicht. Wir werden einfach auch so jetzt hier mega abgehen. So wie eben. Räusper, räusper. So, oh, hier können wir hoch. Hier können wir, glaube ich, zum... Oh, da vorne. Oh, snap. Oh, und da, wie er mit dieser Waffe einfach mal down geht. Das ist ja traumhaft. Also, kein Vergleich zu der AK. Bleiben wir da oben. Oh, hier können wir zu den anderen hoch. Nein, können wir nicht, verdammt. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Komm schon, kommst du her. Kommst du her. Können wir nicht auch hauen? Nein, 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 töte mich nicht. Ah, den hätten wir machen müssen. Aber da haben wir am Anfang unsere Munition einfach sinnlos verschossen. So, egal. Oh, jetzt ist das Scoreboard endlich mal da. Paluten, ein Kill. Was für eine Überraschung. Aber jetzt. Oh, komm schon. Jetzt geht's los. Oh, da ist ein Gegner. Nein, wo ist er hin? Ist er schon tot? Nein, da vorne ist er. Komm schon, ich mache mir trotzdem. Oh, da ist er. Nicht von uns down gegangen. Und ich weiß auch nicht, wo schon wieder das Scoreboard hin ist. Ich drücke hier auch nichts, außer schießen oder sonstiges. Komm schon, geh down. Geh doch einfach mal down. Das ist hier ja zum Verrücktwerden. Oh, der sieht uns nicht. Wir laufen direkt hinter ihm. Schon wieder. So, Leute, leicht verspätet starten wir mit der ersten Map, denn hier wird sich schon wieder eifrig bekriegt. Und natürlich am Anfang wieder die MP5 und hier wird man ja direkt weggeholt. Was ist das denn für ein Mist? Ah ja, so macht das Spaß, aber ich denke mal, wir werden uns in dieser Runde den Sieg holen. Wie ich immer gerne sage, die Letzten werden die Ersten sein. Könnte es eigentlich auch umgedreht sagen. Ist aber auch völlig Banane. Oh, jetzt kriegt er. Oh, der kassiert. Und da ist er down. Und da haben wir die nächste Waffe. Hallo, und jetzt geht er. Oh, gleich den nächsten weggeholt. Die ist aber auch wesentlich präziser als so manche andere Waffe. Oh, hier kommen wir wieder nicht hoch. Komm schon. Wo ist... Okay, den habe ich mal überhaupt nicht gesehen. Der hat sich dahinter versteckt. So ein Camper. Selbst in diesem Spiel gibt es Leute, die da einfach irgendwo rumchillen und nicht die Action suchen. Das nervt mich schon immer bei Black Ops. Oh, oh, der ist down. Der ist down. Und da haben wir die M4. Jetzt werden Loli gekillt. Ich wollte gerade eben was komplett anderes sagen, aber das wäre... Gut, lassen wir das. Und jetzt räumen wir einfach mal auf. Verdammt! Da waren dann doch ein paar Leute zu viel. Aber hätten wir die alle weggeschnetzelt, dann hätten wir eine wesentlich bessere Waffe gebraucht. So, wieder M4. Jetzt muss was losgehen hier. Wir haben 3 Kills. Wir liegen 2 hinter dem ersten. Das ist alles noch im grünen Bereich. Das ist auf jeden Fall machbar. Und jetzt. Ach, das ist einer von uns. Oh, das ist auch einer von uns. Da haben wir gerade ein bisschen... Komm schon. Geh down, geh down, geh down, geh down. Yes. Jetzt haben wir die Scar. Jetzt wird aufgeräumt. Komm schon. Jetzt wird aufgeräumt, jawohl. M240. Oh, in den Rücken, in den Rücken. Und das ist die M249. Komm schon. Geh down. Perfekt, PKP. Jetzt haben wir einen Lauf. Jetzt haben wir einen Lauf, Leute. Nein, und da wurde der Lauf... Zu früh beendet, würde ich mal sagen. So, Respawn, 2 Sekunden. Und ich weiß nicht... Ah doch, jetzt ist das Scoreboard wieder da. Komm schon, keine Zeit verlieren. Direkt wieder irgendwo einen Gegner sich suchen. Hier vorne. Dürüm. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Da ist er. Der sneakt immer die ganze Zeit. Jawohl, ist er weg. Jetzt die Remington. Und die haben sich da so ein bisschen verschanzt. Ist ein bisschen nervig. Und da wurden wir wieder weggeholt. Respawn-Zeit, während wir den hier zugucken. Wir sind... Oh, wir sind nur noch 2. Ah, ne, wir haben gleich viel Kills. Komm schon, Remington! Gib ihm! Gib ihm Saures! Nice! Gib ihm auch Saures! Okay, das war, glaube ich, nicht unser Kill.
Jetzt? Was ist das? Ach, das ist diese... Holy Macaroni, das ist, glaube ich, sowas wie eine Railgun. Ich würde gerne schießen. Warte mal, was haben wir denn jetzt hier? Ach, Noise Nugget. Jetzt, komm schon. Nee, das war nicht unser Kill. Oh, wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen. Wir müssen irgendjemanden wegholen. Ach, wir müssen nachladen. Ich, Holzkopf. Oh, hier ist doch direkt einer. Jawohl, weggeholt. Oh, nachladen. Nein, verkackt. Einfach mal verkackt. Auf gut Deutsch gesagt. So, komm schon, respawn. Wir liegen gerade in Führung. Das müssen wir doch... Wir müssen den Sieg nach Hause bringen, Leute. Wow, was? Wo war der denn? Ah, oh, der campt da. Wartet nur, dass die Leute hier respawnen. Ah, nee, wenn man hier runterläuft. Komm schon. Nein, das kann doch nicht sein. Wir dürfen den Sieg nicht mehr aus der Hand geben. Ey, das ist... Ey, ganz ehrlich, das ist doch sowas von lame. Aber nur gut. Das hatte ich ja eben schon mal erwähnt. Wer an solchen Sachen dann Spaß findet, der darf das dann eben gerne machen. So, P30. Haben noch 3 Kills Vorsprung. Komm schon. Geh down, geh down. Oh, nachladen, nachladen, nachladen. Und jetzt rein hier. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Nein! Verdammt. Und da wollen wir noch mit der MP5 der ersten Waffe weggeholt. Ist der Typ hier immer noch? Nee. Oh Mann, die anderen holen auf. Die holen auf. Das sieht nicht gut aus. Jetzt wird es hier aber nochmal ordentlich spannend. Da oben sind welche. Oh, komm schon. Bitte, 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 bitte. Triff, 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 triff. Okay, nachladen, nachladen, nachladen. Komm schon. Nein, 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 nein. Und wie wir einfach jedes Mal... Jawohl, wir haben ihn doch noch gekillt. Nice, da haben wir die Runde gewonnen. Wunderbar. Und ich würde mal sagen, das war's für heute mit Gun Game von den Shotbow-Servern. Ich bin mir aber persönlich ziemlich sicher, dass ich dann doch vielleicht das nächste Mal wieder was auf den Heavy War-Servern aufnehme in Sachen Gun Game. Aber nun gut, lassen wir uns einfach mal überraschen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.